am Anfang war es irgendwie so, als wäre es ein bisschen ein Gegeneinander. Also ein Ausspielen gegeneinander. Und ich hatte immer das Gefühl, also bevor mich der Roni verletzt, dann mache ich das. Also ich muss immer wie einen Schritt voraus sein. Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Das Vis-à-vis macht gerade ein bisschen Ferien. Wir sind in der Sommerpause. Am 22. August gibt es dann eine neue Folge. Und in der Zwischenzeit lassen wir euch natürlich nicht im Regen stehen. Wir haben nochmal die Folgen rausgesucht, die uns am besten gefallen haben oder die bei euch sehr gut angekommen sind. Ein Best-of Vis-à-vis. Heute mit der Geschichte von Elvira und dem Roni Schmucki. Zwei Gäste, ein Team. Sie sind nämlich geheiratet. Und das alleine hätten die beiden vor über 20 Jahren wahrscheinlich auch nicht für möglich gehalten, behaupte ich jetzt einfach mal. Auf einer Party haben sich die beiden verliebt, nachher war es eine On-Off-Beziehung, mit wenig Vertrauen und irgendwie toxisch. Heute stehen sie zusammen immer wieder vor vielen Ehepaaren und leiten durch einen Ehekurs. Also ermutigen andere Paare, zum Dranbleiben in der eigenen Beziehung und nicht so schnell aufzugeben. Also da ist recht etwas gegangen bei diesen beiden und sie sind einfach auch sonst mega erfrischend und authentisch unterwegs und ich freue mich jetzt mega, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Vis-à-vis, Elvira und Roni Schmucki. Hoi, Ruth. Hoi, danke. Ich bin Ruth Stutz. Hey, kann man das so behaupten, also dass ihr vor 20 Jahren unbedingt wirklich nicht gedacht hättet, dass ihr noch zusammen seid? Das stimmt. Ja, das ist so. Elvira hat in Bülach gewohnt und es hat mehr als einen Abend gegeben, vor 20 Jahren, oder ist es vielleicht schon 23 Jahre her, als ich auf Bülach gefahren bin und dachte, das ist das letzte Mal, als ich da runterfahre. Heute beende ich das Ganze. So und schlimm. Ja. Dann hat sie mir wieder in die Augen geschaut und ich konnte wieder nicht widerstehen. Es hat aber auch den Moment gegeben, wo ich dich rausgestellt habe. Das hat es immer wieder mal. Ja, also wirklich so richtig ich auch nicht mehr wollte. Genau, ja. Es war richtig so eine On-Off-Beziehung. Also ich finde es mega interessant und freue mich darauf, mit euch über das Kapitel zu reden. Zuerst fände ich es jetzt noch cool, euch ein bisschen kennenzulernen. Also Roni, ich finde, du bist mega so ein... Du bist nicht gerne im Moment hinter dem Mikrofon, gell? Genau. Merkst du es? Man merkt so ein bisschen, wie du bist mega aufgeschlossen und mega extrovertiert. So habe ich dich bis jetzt ein bisschen erlebt. Wie würdest du dich selber beschreiben? Eigentlich würde ich mich als scheuch beschreiben. Wirklich? Ja, ich denke amüs, ich bin scheuch, aber ich habe eben nicht gerne scheuche Leute und darum reisse ich mich immer so ein bisschen zusammen, dass man nicht scheuch ist. Ich arbeite im Aussendienst und ich tue mich immer, wenn ich in eine Firma laufe, die ich nicht gut kenne, gehe ich so ganz speziell auf die Menschen zu und sage, hoi, ich bin der Roni. Damit, ich denke immer, sie ist dann so ein bisschen gebrochen. Und natürlich wirkt das dann überhaupt nicht scheuch, aber so, das kostet mich immer ein bisschen etwas. Ja. Spannend, würde man jetzt nicht gerade denken, oder? Ja. Beim ersten Kennenlernen. Und bist du ja auch Schlagersänger? Genau. Das braucht ja auch mega Mut, nicht? Also das dort so eine riesen Party machen, das passt dann gleich. Das ist immer so, bis die ersten ein, zwei Songs gelaufen sind. Bis dann würde ich am liebsten wieder heimgehen und nachher kann ich das voll geniessen. Das ist so ein kleiner Kindheitstraum, dass man auf der Bühne stehen kann. Ja, das finde ich irgendwie cool. Ja. Gibt er dort richtig Gas, Elvira? Der gibt er richtig Gas. Und ich finde, er ist wirklich ein super Entertainer. Und ich könnte jetzt das gar nicht unterschreiben, dass er ein scheucher Mensch ist. Also, ich weiss nicht, was ich dann bin. Also, er ist so offen und geht auf die Leute zu und schwätzt sofort drauf los und weiss immer etwas zu sagen. Also, ich empfinde ihn gar nicht so. Und auf der Bühne ist er wirklich präsent und macht auch die Band aus mit seiner Person und seinen Witz und Sprüchen und das Publikum mitreissen. Genau. Wir können dann noch etwas verlinken in den Shownotes, dass ihr euch mal überzeugen könnt, wie denn der Roni so live auf der Bühne aussieht. Elvira, du bist dann eher ruhiger, wenn du sagst, was bin ich denn? Ja, ich bin sicher viel ruhiger als der Roni. Also wenn wir zusammen neu kommen, steht sicher er im Vordergrund und ich tue mal beobachten und ein bisschen abchecken. Ich schwätze zwar dann auch gerne mit den Leuten, aber ich bin sicher nicht so der Smalltalker, wie der Roni das kann. Genau, ich bin eher ruhiger. Was gefällt dir am Roni?
das hat mich vor allem fasziniert, dass er ja, so in den Raum hineinkommt und präsent ist und ja, so das Leben bringt. Das hat mich mega fasziniert an ihm. Genau, da ist immer, wenn er rum war, ist immer etwas gelaufen, immer von Anfang an immer Ideen gehabt, was machen und unterwegs sein. Und das Aktive, das hat mich mega angezogen. Mhm. Was gefällt dir denn an der Elvira? Also ich habe mir jetzt das gerade auch überlegt, was mir gefällt an ihr. Und ich glaube auch, dass es nie langweilig wird, dass sie mir die Stirn bietet, dass sie weiss, wer sie ist und so ein bisschen, auch wenn ich komische Ideen habe, entweder macht sie mit oder sie hat eine eigene Idee. Ich sage jetzt einmal, dass sie weiss, wer sie ist. Das finde ich irgendwie mega cool an ihr, ja. Mhm. Und was ihr Wert ist, ja. Wie sind ihr beide aufgewachsen? Ich habe so ein bisschen rausgehört beim Vorbereiten von dieser Sendung, dass es recht behütet war. Also ihr habt beide ein schönes Zuhause erlebt, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Nehmt uns mal ein bisschen mit. Also ich bin aufgewachsen in einer Familie mit 3 Geschwistern. Ich bin die 3. von 4. Und wir haben eigentlich viel in der Familie Sachen unternommen, sind sehr behütet gewesen. Meine Mami hat nie geschafft, war immer rum gewesen. Und habe mich eigentlich wohlgefühlt in meiner Kindheit. Das war ein friedliches Aufwachsen gewesen, in einem kleinen Dorf. Und auch eine gute Schulzeit. Ja, hatte immer Kolleginnen gehabt. Habe sehr viel auch mit den Geschwistern unternommen. Genau, das war eigentlich sehr behütet gewesen. Ich finde bei euch eben das Thema Beziehung so spannend. Weißt, wie hast du jetzt zum Beispiel die Beziehung erlebt zu deinen Eltern? Oder vielleicht auch die Beziehung der Eltern miteinander? Also meine Eltern haben, als Kind habe ich alles mitbekommen, wenn sie vielleicht mal Streit hatten. Dort habe ich ja, gemerkt, dass sie nicht gross miteinander darüber reden. Meine Mami hat meistens dann einfach nichts mehr gesagt. Das hat sie auch können, mehr als einen Tag meinen Vater wirklich ignorieren. Aber sonst habe ich mich wohlgefühlt in diesen Beziehungen. Auch meine Geschwister waren einander eigentlich nahe. Sie hatten eigentlich gute Beziehungen zueinander. Mhm. Sie waren eigentlich einander nahe. Mega schön. Wie hast du erlebt, Ronny? Ich bin eigentlich auch wohlbehütet aufgewachsen. Ich habe einen 10 Jahre älteren Stiefbruder. Der ist aber ausgezogen, als ich 10 war. Durch das und ist natürlich schon in der Lehre, als ich 6 war. Durch das sind wir uns eigentlich nie nahe gewesen. Er war so viel älter gewesen. Aber ich habe noch 3 Jahre jüngere Schwester. Und mit ihr, sage ich jetzt, habe ich gestritten, was so ein bisschen normal ist. Aber wo dann die Töffelzeit kam und Ausgang, haben wir eigentlich sehr zusammengehalten. Und ja, sind in einem Einfamilienhaus, in einem Familienquartier, so wie man sich das so schön vorstellt. Mhm. Papi geht arbeiten, Mami ist zuhause. Und so die Eltern miteinander haben es gut gehabt? Die Eltern miteinander, sie sind, wie soll ich das sagen, es war für mich so ganz normal gewesen. Ich habe mich das gar nie gefragt, aber ich habe so das Gefühl, ja, sie haben eine Nähe gelebt. Mhm. Und sind füreinander da gewesen und also so habe ich das empfunden. Ja. Mhm, mega schön, wenn die Kindheit so rund läuft. Eigentlich mega, mega cool. In der Jugend haben wir ja schon rechte Gemeinsamkeiten, weil dort ist recht Post abgegangen. Also, ihr habt es recht wollen wissen. Sehr freiheitsliebend beide, oder? Wie hat das angefangen? Also hast du irgendwie mega den Drang gehabt, zum Rausgehen, Ronny? Ich hatte mega den Drang gehabt und ich hatte so das Gefühl gehabt, jetzt, wo ich 16 geworden bin, so, jetzt darf ich Bier trinken, jetzt darf mir niemand mehr irgendetwas sagen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe es erfunden. Und ich weiss, was gut ist und was sich gehört und was man muss machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss alles ausprobieren. Und habe dann eigentlich schon für den Ausgang gelebt, ja. Fürs Wochenende und für Partys und den Sonntag im Bett verbracht. Und das haben die Eltern erlaubt? Ich meine, 16, ich war jetzt noch nicht 18. Und die Eltern haben irgendwie keine Chance gehabt gegen mich. Ich weiss noch, als ich so das erste Mal am Morgen um 4 Uhr gekommen bin, war er ein bisschen verrückt gewesen, mein Papi, und hat gesagt, du, aber am nächsten Samstag, also das kommt mir also nicht mehr vor, dass du am Morgen um 4 Uhr kommst. Dann bin ich, ich glaube,
zu leid. Dann am 3 heiko und habe gesagt, nein, es war ja nicht 4. Mhm. Hast du dir nichts sagen lassen? Also schon nein, Rebell? Wirklich, total. Und irgendwie haben sie das nicht geschafft oder nicht wollen schaffen, dass es da Grenzen gibt. Und ich glaube, ich habe so Grenzen gesucht. Wenn ich so zurückdenke, hätte ich es vielleicht gerne gehabt, wenn man mal gesagt hätte, hey, bis dahin. Und jetzt ist es gut. Mhm. Also ich habe auch meinen ganzen Lehrlingslohn habe ich irgendwo für den Ausgang und für irgendetwas gebraucht. Also für recht, offen. Wirklich? Ja. Also recht chaotisch gelebt eigentlich, oder so? Also nicht ja. So eine schöne Lehrzeit angelegt. Nein. Es ist dann so, also die Lehrzeit war eigentlich schwierig gewesen, weil das ist immer so nebensächlich gewesen, das Arbeiten für mich und die Lehre. Und ich habe dann zum Glück ganz gut, also ich bin auch schulisch eher negativ aufgefallen. Schön formuliert. Und dann habe ich zum Glück einen Lehrmeister gehabt, der mich so das letzte Jahr so ganz fest an die Hand genommen hat und gesagt hat, schau, jetzt läuft es so. Und ich musste morgen um 6 Uhr zu ihm ins Büro gehen Hausaufgaben machen. Ich musste am Abend noch länger dort bleiben. Ich habe am Samstagmorgen etwas machen. Und irgendwie haben meine Eltern haben dann das einfach unterstützt, was der Lehrmeister sagt. Und ja, also sehr wahrscheinlich habe ich auch darum dann auch gut bestanden. Ja. Mhm. Was hast du für eine Lehre gemacht? Zimmermann. Mhm. Ja. Und du hast es auch recht wissen wollen, gell? Das ist eine Gemeinsamkeit. Ja, das ist wirklich eine Gemeinsamkeit. Also, ich hatte eigentlich auch nicht so gerne gehabt, wenn man mir Regeln gibt. Und ich bin ja... Das hast du heute noch nicht gerne. Nein. Ich sehe ja eher brav aus. Und ich glaube, ich konnte das auch ein bisschen ausnutzen und abschleichen und ein bisschen machen, was ich wollte. Und man hat es mir vielleicht gar nicht so gegeben. Dass ich auch ein Schlitzohr bin. Ich habe das auch einfach genossen, in den Ausgang zu gehen, bin recht früh ausgezogen von zu Hause. Also, als ich in der Ausbildung war, bin ich ausgezogen auf Zürich in den WG. Und ich habe das natürlich geliebt, mit dem Tram in den Ausgang und die Nacht um die Tore schlagen. Ja, das hat mich mega gereizt, so die Grenzen suchen und ein bisschen über die Stränge schlagen. Mhm. Genau. Wieso war das so ausgeprägt bei euch beiden? Weißt du, so die Freiheit suchen, das hat ja doch nicht jeder so fest. Also ich bin in einer Freikirche aufgewachsen und ich bin dort nicht mehr her, wo ich gewusst habe, ich muss nicht mehr mit. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist so einengend, so die erleben nichts, das ist so ein langweiliges Leben und ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt, ich will das Leben spüren, ich will Spass haben, ich will reisen und alles sehen und ausprobieren. Warum eigentlich, weiss ich auch nicht so genau, aber es war einfach so in mir rein, dass ich das will und Grenzen suche. Hast du es aber als positiv erlebt, also sind das positive Erinnerungen? Ja, nicht nur. Also, ich habe natürlich auch in dieser Zeit auch schwierige Sachen erlebt, wo man denkt, im Nachhinein denkt, ja, es wäre jetzt vielleicht nicht nötig gewesen. Aber in dem Moment, nein, ich hatte schon auch Zeiten gehabt, wo ich gemerkt habe, es ist vielleicht nicht so gescheit, was ich da alles so anstelle. Mhm. Und ich habe es in dieser Zeit gar nie so extrem empfunden, wie ich war. Es ist mir dann, ich habe zwei, drei so Erlebnisse gehabt, da habe ich Leute getroffen, ich sage jetzt 20 Jahre später, und dann schauen sie mich an und sagen, hey, Roni, hast du es gleich noch geschafft? Nein, wirklich nicht. Dann habe ich gedacht, das war so schlimm gewesen. Ja, das heisst schon etwas. Und, ja, und, mhm. Und irgendwie, ich bin natürlich gut eingebettet gewesen in die Kollegen, wir hatten so einen Jugendraum gehabt, also bei einem Kollegen zu Hause, wir konnten dort Bier trinken und schütteln und laut Musik hören und dort ist eigentlich auch immer die Post abgegangen. Wir sind zusammen in die Ferien und ja, also ich sage so ein bisschen Kollegen, das hat man so ein bisschen gelebt und dann ist so die Autozeit gekommen, die ersten ein Auto und dann bist du natürlich noch freier und dann, ja, gibt es keine Grenzen mehr. Elvira, bei dir hat es doch noch einen rechten Bruch gegeben von den Heimen, wo du ausgezogen bist. Gell? Ja, eigentlich hat so gefühlt für mich so das Geborgene Aufwachsen von zu Hause so ein abruptes Ende genommen. Ich bin dann wirklich in die Wege gezogen und habe nicht mehr so eine nähe Beziehung gehabt zu meinen Eltern. Ich musste alles selber managen und schauen, dass ich irgendwie durchkomme mit dem Lohn.
Ja, es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, als wäre jetzt die Kindheit vorbei und jetzt bin ich allein unterwegs. Mhm. Ich glaube nicht, dass das meine Eltern irgendwie bewusst so gemacht haben, aber es hat sich irgendwie so ergeben. Ich mag mich auch noch erinnern, dass ich meiner Mami mal gesagt habe, also wenn ich jetzt ausziehe, du musst dann mir nicht hinterher telefonieren und fragen. Ich melde mich schon, wenn ich etwas brauche oder etwas will. Und ja, das ist dann so gewesen, dass sie sich halt dann irgendwie wie gar nicht mehr gemolden haben und ich auf mich allein gestellt war. Ist das nicht mega also weißt, ich als 18-Jährige, mich hat das glaube ich mega unsicher gemacht, oder? Du bist ja gleich in dieser grossen Welt, dann irgendwie, wie fühlst du dich wahrscheinlich allein, oder nicht? Ja, also ich habe das erst irgendwie im Nachhinein so ein bisschen bewusst wahrgenommen, dass ich das selber muss. Ich habe, also die eine wegen Kollegin habe ich schon gemerkt, weißt, dass dort die Eltern immer wieder mal kommen und unterstützen und helfen und dass das bei mir gefühlt nicht so ist. Aber ich hatte dazumal einen Freund, der sich mega um mich gesorgt hat, mir auch in dieser Situation finanziell geholfen hat und für mich da war. Also ja, hat er das so ein bisschen die Rollen übernommen. Ein bisschen abfedern. Genau. Kennengelernt habt ihr euch nachher bei deiner Zweitausbildung, Roni, gell? Also genau. Ihr habt beide den Pflegeberuf gewählt. Also Pflegefachfrau, mhm. Pflegefachmann. Wie war das gewesen, uns kennenlernen? Liebe auf den ersten Blick. Nein, eben nicht. Genau nicht. wir haben, sie war eigentlich meine Oberstiftin gewesen. Sie war im dritten oder vierten Lehrjahr gewesen und ich ein Jahr drunter. Und wir haben gemeinsam ein Praktikum gemacht auf der ORL in Zürich. Und ich bin schon da gewesen und du bist gekommen. Da hast du das Praktikum angefangen. Genau. Elvira kommt. Ein riesen Aufruf an dieser Station wegen der Elvira. Ja, genau. Wehende blonde Haare. Jetzt übertreibe ich ein bisschen. Nein, ich habe sie einfach hübsch gefunden und mehr war eigentlich nicht. Und erst ein Jahr dort, später, gell? Ja, genau. Sie hat mir dann gesagt, sie zieht mit dem Freund zusammen. Ich habe ihr noch gesagt, ich würde das jetzt nicht machen. Also sicher? Ja. Aber sie hat nicht gehört. Und dort war eigentlich gar nichts. Ja, also ich habe ihn einfach wahrgenommen, aber eben, ich war dort verliebt in einen anderen Mann und bin gerade mit dem zusammengezogen. Und es war für mich überhaupt nicht ein Thema gewesen, dass ich mich jetzt verliebt hätte oder so. Genau. Mhm. Was ist denn nachher ein Jahr später auf dieser Party anders gewesen, dass es dann plötzlich dort mehr war? Also ich sage immer noch, wir haben dann an dieser Party rumgeknutscht, aber sie verneint das. Ja, ich weiss das einfach nicht mehr so genau. Gell? Ich finde das auch, ja, ist mir auch egal. Ja, eigentlich ist es egal, aber... Aber ja, dort habe ich so... Dort habe ich das so gespürt, dass der Roni so im Leben ist. Also meine Beziehung, die ich hatte, ich hatte total einen lieben Freund. Aber ein bisschen träge war diese Beziehung. Ich hatte auch wieder das Gefühl, ich verpasse etwas. Es läuft irgendwie zu wenig, wir machen zu wenig. Und habe das so ein bisschen langweilig empfunden und dann habe ich den Roni gesehen und der ist von einem Ecke in den anderen und erzählt, der bin ich und das mache ich. Und das war so das Anziehende gewesen, genau, wo ich gefunden habe, wow, da lebt es. Mhm. Es war aber nicht so ein einfacher Start gewesen. Du hast dich nachher recht klar für den Roni entschieden, bist aus dieser alten Beziehung raus. Wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen für den Ex-Freund. Es ist ja immer schwierig, so Trennungen. Haben dann nachher die Beziehung gestartet und ist jetzt aber nicht gerade so wunderbar gelaufen, eigentlich, wie ich das rausgehört habe, gell? Ja, das ist so. Du hast dich dann getrennt, ziemlich schnell. Und dann bist du heim gewohnt. Ja, dann bin ich noch mal 2-3 Monate heim gewohnt. Und ja, das war auch noch nicht so witzig gewesen. Und habe dann aber schnell wieder eine andere Wege gefunden und bin dann in diese Wege gezogen. Ich bin aber aus dieser Beziehung gekommen mit dem damaligen Freund. Da waren die Fronten klar gewesen. Ich hatte einen Freund, er hatte eine Freundin. Da hat man nicht grundsätzliche Sachen miteinander müssen diskutieren, ist man einander treu oder man hat sich aufeinander verlassen.
Ich habe das auch zu Hause im Elternhaus so erlebt. Und dann kommt der Roni, der sprunghafte Roni, halt auch nicht nur in den Sachen, die er unternimmt, sondern auch in der Idee, wie man eine Beziehung lebt. Also gar nicht so, ja, wir sind schon zusammen, aber es kommt alles gar nicht so drauf an. Das ist jetzt nicht so eng. Also das ist sehr eng in dem Moment, wenn wir zusammen sind. Aber nachher wieder das Freiheitsliebende. Das ist wieder das Freiheitsliebende, genau. Und auch mit Kollegen in Ausgang und so, da wollte ich eigentlich nichts zurückstecken. Das sind auch diese Sachen gewesen, oder? Es sind noch Konzerte mit der Band, Kollegen dort und da. Und Elvira hat dann, du hast oft auch das Gefühl gehabt, hey, ich nehme mir einfach viel zu wenig Zeit für dich. Und ich habe gedacht, hey, jetzt haben wir ja Zeit, oder? Wenn wir ja nicht wieder, ich mag mich sehr gut erinnern, diese Diskussion haben wir sehr oft gehabt. Wir müssen, wenn wir Zeit haben, nicht über die Zeit reden, die wir nicht haben. Mhm. Oder? Mhm. Das ist so. Mhm. Also du musst eigentlich froh sein, wenn er bei dir ist. Genau, ja. Und eigentlich froh sein. Und ja, und vorher in der Beziehung haben wir halt alles zusammen gemacht. Und nachher war das anders gewesen. Der Roni hat mir auch immer gesagt, ich bin nicht für dein Glück verantwortlich. Du musst selber schauen. Das stimmt ja auch auf die eine Art. Aber auf die andere Art wollte ich halt auch einen Freund, der da ist, nicht irgendwo übernachtet. Und ich weiss nicht, was er macht. Mhm. Also Treue war auch nicht so ein mega Thema jetzt so. Nein, das war eigentlich nicht das Thema gewesen. Und das habe ich mega schwierig gefunden. Also ich glaube, ich habe nie in meinem Leben so Liebeskummer gehabt, wie eigentlich mit dem Roni. Warum hast du dich denn nicht so einlassen? Hey, ich kann dir das nicht einmal so richtig beantworten. Es ist, ich habe das Gefühl, ich kann mich einlassen. Mhm. Aber ich habe halt auch weibliche Kollegen gehabt. Und ja, wenn man dann zu viel Alkohol getrunken hat, hat man halt eh geschlafen. Und alles ganz normal. Es hat ja niemand daheim gewartet. Ja, ich habe das irgendwie gar nicht sehr oft gar nicht irgendwie gemeint, ich mache ihr da etwas zu leid oder so. Sondern habe ich so gefunden, was ist das Problem. Aber ich glaube, du hast vorher etwas gesagt, das habe ich vergessen. Du hast immer schon ein Gefühl gehabt, ich müsse für dein Glück schauen. Das hat mich schon sehr gestört. Dann habe ich immer gesagt, du lebst dein Leben und du bist selber verantwortlich für dein Glück. Mhm. Und wenn du da daheim unglücklich hockst, dann bin ich nicht schuld, weil ich im Ausgang bin. Mhm. Also, dann musst du auch etwas machen. Aber diese Diskussion haben wir viel gehabt. Und eben, du hast im Voraus gesagt, du bist mega viel zu ihr gefahren, hast gedacht, heute ist fertig, oder? Genau. So. Genau. Also, das klingt jetzt eher nicht so mega verliebt. Und du hast gesagt, es sei toxisch, es ist schon noch speziell, dass man dann nicht gleich nicht wegkommt voneinander. Es war eben schon irgendetwas da gewesen. Ja, also das war irgendwie schon eine komische Zeit gewesen. Irgendwie haben wir nicht miteinander können, aber auch nicht ohne einander. Und wir haben uns immer wieder verstritten, vor allem auch eben wegen so Beziehungssachen, wegen Treue, zusammen sein, wenn wir zusammen ziehen oder nicht. So das Hin und Her. Und ja, ich habe immer in dieser Beziehung, am Anfang war es irgendwie so, als wäre es ein bisschen ein Gegeneinander. Also ein Ausspielen gegeneinander. Und ich hatte immer das Gefühl, also bevor mich der Roni verletzt, dann mache ich das. Also ich muss immer wie einen Schritt voraus sein. Und das bist auch immer gewesen. Was heisst denn das? Was hast du denn gemacht? Ja, wenn wir nicht zusammen waren, dann hatte ich schnell einmal einen anderen Mann und bin mit dem so ein bisschen zusammen gsi, bin manchmal direkt von dem zum Roni heim gefahren. Und einfach, ich hatte das Gefühl, ich darf ja nicht ins Hintertreffen kommen. Mega anstrengend irgendwie, oder? Total. Total anstrengend. Katastrophe. Ja, genau. Total anstrengend und auch irgendwie verwirrend, weil du irgendwie gar nicht mehr recht weisst, wo gehören jetzt deine Gefühle her. Also sind jetzt die eher beim Roni oder eher beim anderen? Und ja, das ist irgendwie krank. Mhm. Und dann hat es immer wieder Phasen gegeben, wo wir nicht zusammen waren. Und gleich haben wir dann wieder gedacht, wir sehen einander wieder, sind wieder mal zusammen gehen essen. Und irgendwie war immer eine Anziehung da. An dem hat es nie gefällt. Irgendwie, ja, wie ein Wunder, dass wir nicht voneinander losgekommen sind. Dass es ist gut so.
das ganze, sage ich jetzt, Toxische, das, wir haben ja dann wie zueinander gesagt, jetzt entweder hören wir auf oder wir ziehen zusammen. So. Mhm. Auch wegen der Zeit. Wir haben ja beide unregelmäßig gearbeitet. Dann ist das, was ich sage jetzt mal, ist die Arbeit schwierig gewesen, um Zeit zu finden. Manchmal arbeitet sie am Samstag, ich am Sonntag oder wie auch immer. Nebst den Kollegen und Sachen, die man sonst noch hat, oder? Genau, und das haben wir dann gemacht, oder? Dann sind wir zusammengezogen. Und das hat nachher, gebessert, oder? Also es war sicher einfacher gewesen, zum Zeit zusammen zu verbringen, weil wir haben vorher auch eine Stunde auseinander gewohnt. Und ja, gehst halt nicht einfach nur schnell einen Kaffee trinken, wenn du eine Stunde musst fahren. Mhm. Und das hat sicher auf die eine Seite vereinfacht, dass ich zu ihm gezogen bin. Ich bin aber auch aus meinem Umfeld raus und in sein Umfeld gekommen. Und eben mit dieser Haltung, du musst selber schauen. Aber ich habe dort eigentlich sonst gar niemand erkannt. Das war schwierig. Ich habe dann noch in Zürich gearbeitet und war den ganzen Tag gleich weg und heim aufs Land raus und kennst niemanden. Der Roni hatte einen riesen Freundeskreis. Zwischendurch hat er mich mitgenommen, aber eben hat das Gefühl gehabt, ja, du musst selber schauen. Mhm. Und das ist auch nicht, es ist etwas besser geworden, dass wir mehr Zeit haben, aber hat andere Schwierigkeiten auch mit sich gebracht. Mhm. Wie viele Jahre ist denn das gegangen, bis ihr geheiratet habt? Ich meine, das ist ja ein riesen Schritt, dass ihr schlussendlich geheiratet habt. Ich habe das jetzt gar nicht, eigentlich müssen wir ja die ganze Zeit durchbesprechen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Aber wie sind ihr nachher zu dem Punkt gekommen, dass ihr gefunden habt, wir wollen jetzt sagen Ja fürs Leben? Ich meine, Roni, wie ist das gegangen? Nein, frag Elvira bitte. Ist das einfach wegen der Familienplanung oder warum habt ihr gefunden, das wollen wir fixen? Also, es ist so, schon so darum gegangen, zum überlegen, hey, wenn wir heiraten und wenn wir auch einmal eine Familie gründen. Und dann habe ich gesagt, also ich bin christlich aufgewachsen. Eigentlich, wenn wir gerne Kinder haben, möchte ich gerne, dass unsere Kinder doch auch etwas vom Glauben mit überkommen. Und ja, da so ein Grundstein gelegt wird, weil ich habe ja den gleich auch immer irgendwie in mir hineingespürt. Und dann habe ich Roni erzählt, dass in der Nähe eine neue Kirche aufgegangen ist und dass ich gerne dorthin gehen würde. Falls wir dann mal Kinder haben, hätten wir etwas für unsere Kinder. Obwohl du das negativ erlebt hast, Kirche? Ja. Hast du das gleich wollen? Aber ich habe halt vielleicht einfach die Institution Kirche schwierig gefunden. Aber der Glauben ist irgendwie gleich in mich hineingepflanzt worden und hat immer wieder mal mehr oder weniger eine Rolle gespielt. Und ich han ja, das war irgendwie ein Wunsch gsi, den ich hatte. Ich möchte vor allem für die Kinder etwas haben, also nicht für mich. Also lustig. Und weißt du, was du nicht gefunden hast, ich will ihnen das selber beibringen oder so, sondern eben nochmal das Vertrauen in eine Kirche so, wie ausprobieren. Also wir sind dann mal in so eine Kirche hineinschauen, in so eine Freikirche und dann... Mhm. Ich habe dann gesagt, also wenn meine Kinder dann in die Sonntagsschule gehen, dann komme ich auch mitschauen. Bin auch an diesem Sonntag, dann denke ich, jetzt gehen wir schauen, wo unsere Kinder dann mal hin können. Und dann... Obwohl noch kein Bauch rum war, ist noch nichts. Also geheiratet, aber sind ihr da gewesen? Nein. Auch noch nicht? Ah, okay. Nein, das ist wir noch... sind wahrscheinlich etwa 9 Jahre zusammen gewesen. Okay, ja. Ja, und dann sind wir in die Kirche und es hat mich irgendwie total berührt. Und ich habe so gedacht, so kann man Kirche machen. Ich muss schon sagen, den Glauben an Gott habe ich eigentlich schon immer gehabt. So, also seit ich kleiner Bub bin, seit ich das weiss. Aber ich habe immer, ich bin in die Jugendgottesdienst gegangen mit der Jungwacht und habe immer die Jugendgottesdienst oder die Gottesdienst am Sonntag so richtig öd. Und ich habe mir immer vorgestellt, eigentlich würde Jesus denken, oder Jesus würde wollen, dass wir da feiern und nicht auf uns weh machen, wenn wir da mit runterknündeln und irgendwelche Sprüche sagen. Und das habe ich immer gespürt und das habe ich immer gedacht. Das habe ich ab und zu auch den Kollegen gesagt, hey, Jesus würde wollen, dass wir feiern und dass wir es lustig haben zusammen. Und das habe ich dann genau so erlebt in dieser Kirche. Und ja, also ich kann sagen, dann ist das für mich so, das ist, ich wollte mehr wissen, ich wollte die Leute kennenlernen, ich wollte wieder gehen, ich bin dann viel mehr gegangen als du hast oft an der Woche auch noch gearbeitet und
bin auch alleine dran. Und ich hatte einen jahrelangen Vorsprung von meiner Kindheit. Genau. Ja, und so sind wir eigentlich zum Glauben gekommen, also ich. Ja. Ja. Mhm. Aber das war ja dann wie mehr gewesen, wie einfach das Feiern, oder? Es hat sich irgendwie berührt. Mich hat es mega berührt. Mich Was hat die Musik denn? Berührt. Ja. Die Leute auf der Bühne, ich habe denen angesehen, dass die den Glauben, dass sie Jesus in sich tragen. Es hat mich, ja, wir sind eigentlich fast jedes Mal Tränen zuvorderst gewesen und es hat mich mega berührt. Ja. Mhm. Ich glaube, die Musik ist eh etwas, wo mich berührt. Das hat extrem gestumme. Ich habe der Pastor ist nach der Celebration auf mich zugekommen. Ich wollte die Leute kennenlernen und wollte wissen, was ist es, dass ihre Augen so leuchten. Ist das wirklich so? Ja. Habe ich das Gefühl gehabt, ja. Ja, das ist also wirklich so gewesen. Mhm. Und ich wollte unbedingt nach der Kirche dort einen Kaffee trinken und hoffen, dass irgendjemand noch anfängt zu schwätzen mit mir. Ja. Mhm. Wie ist er denn am heimgekommen? Ja. Hast du etwas gemerkt? Also zufrieden und mega offen für den Glauben und ja, irgendwie mit so einem Drang, dass er wieder gehen will. Ich habe das am Anfang fast ein bisschen überfordernd gefunden. Ich habe gedacht, ja, also, kommen wir da ja nicht zu nahe. Ich laufe in die Kirche rein und ich laufe wieder raus und lasse mich einfach ja in Ruhe. Das habe ich mehr das Gefühl gehabt. Und der Roni total das Gegenteil. Eigentlich hat mich das auch mega gefreut, dass er so interessiert ist und dass ihn das so berührt. Und ja, er ist ja mega eigenständig. Er hat da wirklich seinen eigenen Weg dann können machen. Es ist nicht wie an mir gehangen. Ich muss jetzt immer mitgehen. Und er hat dann auch schnell einen Alpha-Life-Kurs gemacht. Ja. Und ja, sich für... Was ist das für ein Kurs? Das ist ein Kurs, wo wirklich Grundsätze vom Glauben kennenlernst, wo lernst, wie ist es gemeint mit Jesus und Gott, dem Heiligen Geist. Und wo du dich auch kannst entscheiden dafür, um das Leben mit Jesus zu verbringen. Und das hast du gemacht. Und das hat dann wirklich eigentlich die grosse Veränderung gebracht in unserer Beziehung. Sicher. Also wie denn? Wie ist das vor sich gegangen denn? Wir haben gestern noch darüber geredet, wie ist das vor sich gegangen. Das ist eben noch so schwierig, um das so nachvollziehen. Aber ich glaube, irgendwie haben wir plötzlich die gleichen Werte bekommen. Und man verändert sich. Das ist ein Prozess wahrscheinlich, oder? Das ist ein Prozess und es ist... Du merkst dann irgendwie einfach plötzlich tief im Herz, hey, was ist richtig? Und wie... Hat Gott das gedacht? Wie hat Gott eine Beziehung gedacht? Und plötzlich kommst du so ein Gespür über. Ich denke, das ist auch der Heilige Geist, der einem da leitet. Ein Gespür dafür, was ist richtig und mit was ist es dir plötzlich unwohl, wo du vorher überhaupt nie darüber nachgedacht hast. Und das habe ich manchmal bei dir gesehen oder gespürt oder auch gehört, dass du wirklich gewisse Sachen plötzlich gesagt hast, das mache ich jetzt nicht mehr. So ein böse Onkels, was ist das, so ein Festival gewesen, oder? Wo du damals gegangen bist. Ja, genau. Und dann hast du plötzlich gefunden, ui, nein, das ist nicht mehr. Also ich bin an dem Festival gewesen und ich habe so rumgeschaut und das hat mir irgendwie, habe ich mich fast geschämt, dass ich da bin. Und wir haben das jahrelang gefeiert und irgendwie für normal gefunden. Und ich dachte, was mache ich da? Das ist ja irgendwie so böse. Und dann also dachte so, ich aufhören. Es bringt mir gar nichts. Ich fände es mega spannend, weißt du, wie ihr euch nachher verändert habt. Eben, da war so viel toxisch, schwierig. Was hat das geheissen nachher? Weißt du, wie sind ihr anders geworden miteinander? Könnt ihr euch das irgendwie erklären? Ist das einfach irgendwie passiert? Oder habt ihr euch bewusst wieder aufeinander eingelassen? Oder? Also, das ist fast ein bisschen irgendwie passiert durch einen Prozess, dass man einfach gemerkt haben, hey, wir müssen uns füreinander entscheiden. Also wir wollen die Beziehung und das bringt auch mit sich, dass wir treu sind. Das ist einfach, das Gefühl ist in uns entstanden. Einfach mit dem Entscheid, dass wir auch, ja, Jesus wollen ähnlicher werden, ist einfach das Gefühl immer mehr gekommen, was wollen wir für Wert vertreten. Und da hat es nach und nach Veränderung gebracht. Ja, plötzlich war es nicht mehr eine Frage, ja, was macht er echt? Ist er echt treu oder soll ich treu sein? Bei mir ist das irgendwie auch das
Bedürfnis nach Anerkennung von anderen Männern oder das Gefühl habe, ich müsse noch etwas anderes erleben. Das ist weg gewesen. Einfach weg. Also mit dieser Erfahrung, mit dem Glauben, dass du wieder Jesus kennengelernt hast. Ja. Wirklich? Also mit dem ist das wirklich eigentlich verflogen und ist auch nie mehr ein Thema geworden zwischen uns. Mhm. Einfach so, ja, eine tiefe Gewissheit. Nein, wir können uns aufeinander verlassen. Wir haben weder noch irgendwie Groll aufeinander oder irgendwie, dass uns das noch beschäftigt. Wir haben das irgendwie einander können vergeben und weitergehen. Und es ist auch ein bisschen weg. Also bei mir, ich kann auch so lernen, hey, wer bin ich und was ist mein Wert? Den Wert können zu holen bei Gott. Was Gott über mich denkt und dass ich wertvoll bin, ohne dass ich das im Aussen muss suchen. Mhm. Elvira hat das sehr schön gesagt und das kann man sich jetzt wie fast nicht so vorstellen. Es war natürlich ein Prozess gewesen. Wir haben ja eine Small Group gelebt. Also eine kleine Gruppe, die sich immer wieder trifft. Genau. Mhm. Und da haben wir jenste Themen durchgesprochen. Wir haben dann dort auch in dieser Small Group das erste Mal so den Ehekurs gemacht. Einfach miteinander den Ehekurs gemacht und haben uns wahnsinnig austauscht. Und es sind einfach die Werte, die plötzlich in dein Leben kommen und du bist unterwegs mit Jesus und denkst, will ich es so? Nein, ich will es eigentlich nicht so. Und wir haben uns dann bewusst füreinander für die Ehe entschieden. Und Elvira hört es nicht so gerne. Ich sage auch, eine Ehe ist ein bisschen eine Entscheidung und an dem festheben. Dass, mit den Kursen, die wir jetzt hier geben, glaube ich, ganz fest daran, könnte auch mit einer anderen Kurate sein. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ja. Wenn man sich würde entscheiden, oder? Das würde schon funktionieren, wenn man die gleichen Werte lebt. Es klingt einfach ein bisschen unromantisch, aber ich weiss, was du meinst. Es ist sehr unromantisch. Ja. Verstehe dich ein bisschen. Aber wir haben uns füreinander entschieden. Mhm. Und ich meine, und man sagt ja oft, du kannst dein Herz lenken mit einer Entscheidung. Und das ist uns gelungen. Und ich habe mich absolut, also im Moment oder in den letzten 10 Jahren, habe ich mich absolut auf die Elvira verlassen und sie sich auf mich. Ja. Wir gehen in die nächste Rubrik, die heisst Gott und du. Das sind 3 Fragen. Knackige Antwort hätte ich da gerne von euch, weil wir haben ja gerade über das Thema Gott geredet und da passt das gerade perfekt, finde ich. Sagt doch mal, ganz kurz und knackig, wie erlebt ihr Gott in eurem Alltag? Ich erlebe ihn durch Worship, den ich höre. Ich erlebe ihn durch, dass ich mit ihm in Kontakt bleibe, dass ich beten. Die Kinder kommen auch viel und sagen, Mami, kannst du noch für mich beten? Das, so erlebe ich ihn und spüre, dass er mir immer wieder gute Ideen gibt. Oder auf einem Spaziergang, genau, wo ich Gebet spreche und neue Ideen und Energie bekomme. Mhm. Ich erlebe ihn durch Gebet und durch die Musik. Kurz und knackig. Ja, das ist super. Was habt ihr für Fragen an Gott? Es gibt so viel Leid auf der Welt, in unserem Umfeld, Krankheiten. Ich würde mal fragen, wieso dass er das alles zulässt. Ich würde glaub fragen, wie ist der Himmel? Wie sieht es dort wirklich aus? Meine Mama ist im 19. gestorben und wenn ich von außen in den Himmel schaue, denke ich immer, dort ist sie nicht. Es ist nicht der Himmel. Und das würde mich mega wundern, wie ist es wirklich dort? Mhm. Und Roni, gerade die Frage oder nach dem Leid, wieso bleibst du denn gleich bei dem Gott? Ich sehe wahrscheinlich seinen ganzen Plan nicht. Ja, und an dem habe ich irgendwie fest. Mhm. Ich vertraue auf ihn, dass das so muss sein. Und natürlich gibt es auch Sachen, wo sich Menschen gegen ihn entscheiden. Und er hat uns ja einen freien Willen gegeben. Und dann vergeben wir es halt selber. Aber so betreffend Krankheiten, Sachen, die wir auch in unserem Umfeld sehen, wo man so fragt, warum? Mhm. Aber die Frage, also ich lasse mich nicht zerfressen vor dem. Ich will da nicht sauer werden.
wegen dem. Aber das, wenn ich so die Chance hätte, das würde ich ihn fragen. Also du hast auch wirklich so eine Sicherheit gefunden in dem Glauben, oder? Das ist für dich ganz klar, das ist es. Ja, ganz klar. Mhm. Mega. Ja, obwohl du gar nicht mit dem aufgewachsen bist, finde ich mega spannend. Nein, aber also mein Papi hat allabend das Vaterunser gebetet, am Bett. Und immer früher, also als Kind, wenn es mir schlecht gegangen ist, habe ich das Vaterunser gebetet. Mhm. Oder wenn ich für etwas gehofft habe, habe ich das auch so gemacht. Das ist so ein das Einzige, was ich gewusst habe über den Glauben. Ich kann so, dass man so die Beziehung leben mit Jesus, das hat irgendwie niemand gesagt. Ich glaube, ich hätte das als Kind schon gerne gemacht. Die tiefe Überzeugung, dass es Gott gibt, das habe ich immer gehabt. Ich habe so in dieser Kirche gedacht, wow, wieso sagt mir das niemand? Mhm. Ja. Mhm. Ihr geht ja eben so Ehekurs, habt ihr selber gesagt, wo ihr vorne steht und so im Leben erzählt. Das ist eure Motivation, dass ihr das heute macht? Also die Motivation ist sicher, dass es uns auch weitergebracht hat. Also mit anderen Leuten. Wir haben den Kurs damals erst mal gemacht mit dem Bärli, der etwa 10 Jahre älter ist als wir. Und auch so ein bisschen Vorbilder gewesen sind. Und uns hat das mega geholfen, über verschiedenste Themen zu reden, uns zu reflektieren, vielleicht auch unsere Geschichte anschauen. Wieso sind wir so, wie wir sind? Und einander besser können verstehen. Und ja, wir sind mega überzeugt, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, an der Ehe, für die Ehe einstehen, nicht einfach davonlaufen, und daran arbeiten, zusammen weitergehen. Also die Ehe hat plötzlich so einen mega Wert bekommen, oder? Finde ich so spannend bei euch. Es war eigentlich wertlos, gewesen, die Beziehung, vor allem bei dir, Ronny. Und heute stehst du so für die Ehe ein, weißt du? Ja, ich finde, es lohnt sich mega, um für die Ehe etwas zu machen. Und ich glaube, auf dem Herz haben wir das so, weil wir das selber erlebt haben, wie Elvira gesagt hat, wir haben den Kurs in der Kleingruppe gemacht, dann haben wir den Kurs mit einem Bärli gemacht, dann haben wir den Kurs nochmal in der Kleingruppe gemacht, dann haben wir den Kurs gemacht, dass man den Kurs leiten kann. Und irgendwie hat es uns zwei auch immer wieder etwas gebracht. Und ich habe, jetzt haben wir, gerade aktuell sind wir vor einer Woche fertig gewesen mit dem Kurs, den wir jetzt gegeben haben. Und ich hatte wieder so ganz eine krasse Erkenntnis gehabt. Ich habe es irgendwie so schlimm gefunden, wo unsere zwei Kollegen, die mit uns den Kurs geben, die haben beide geschiedene Eltern und die haben gesagt, ich bin wie seit da nie mehr zu Hause. Ich habe die Nestwärme, bin niemandem mehr, weil der neue Partner stört überall. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist einfach so. Als, wenn du als Kind geschiedene Eltern hast, das ist einfach irgendwie krass. Und du hast dann die Nestwärme, die wir am Anfang beschrieben haben, das verlierst du komplett. Das machen vielleicht die einen besser und die anderen, denen gelingt es nicht so. Und darum haben wir immer wieder das Gefühl, weil es uns so viel bringt, immer wieder. Wir machen ja alle Jahre und alle Jahre haben wir neue Erkenntnisse und denken wieder, ja komm, wir arbeiten auch wieder daran. Und es ist für mich so klar geworden, oder das sehen wir jetzt alle Jahre, es haben alle die gleichen Probleme. Mhm. Es geht einfach, die Ehe ist eigentlich ein Muster. Es geht einfach allen gleich. Mhm. Und da kann irgendwie niemand etwas anderes erzählen. Und ich habe so Erlebnisse im Alltag, wenn mir wieder jemand erzählt, ja, wir haben uns jetzt getrennt oder ich bin in der Scheidung. Und dann sage ich, wieso haben wir euch getrennt? Ja, wir haben uns auseinandergelebt. Dann sage ich, ja gut, das macht jeder. Das ist ja kein Grund. Mhm. Oder? Das ist, es ist einfach Tatsache, das macht jeder. Aber man muss natürlich den Willen haben, um wieder zu sagen, nein, komm, wir machen wieder etwas Lässiges. Mhm. Was ist euer Geheimnis, denn, das ihr so ein bisschen herausgefunden habt? Was hilft denn der Ehe? Also der Ehe hilft sicher vor allem miteinander reden, in Kontakt bleiben. Ich denke, das ist auch schwierig, wenn du kleine Kinder hast. Ich meine, das bleibt eigentlich keine Zeit mehr als Paar. Aber dass man sich trotzdem immer wieder versucht, Zeit rauszunehmen. Es muss ja nicht stundenlang sein, aber dass man einfach irgendwie in der Verbindung bleibt. Das Reden finde ich enorm wichtig. Und dass man auch Themen wirklich anspricht, die schwierig sind, wo man lieber eben nicht darüber reden will. Und
Du hast vorher auch gesagt, ja, der Ehekurs, wir sehen jedes Jahr wieder etwas Neues, aber ich sehe auch jedes Jahr wieder Sachen, wo ich denke, wow, da haben wir mega Fortschritt gemacht. Wo wir das erste Mal gemacht haben, hat das nicht so gut funktioniert. Also zum Beispiel Konflikt. Also irgendwie haben wir uns da mega gefunden und freue ich mich auch immer, um zu sehen, dass wir da mega Fortschritt gemacht haben. Dass wir nicht mehr mit Zeug umrühren und eben einander aus der Wohnung rausstellen. Ah, über das haben wir gar noch nicht geredet. Sondern wirklich, ja, sich auch darüber freuen, dass man miteinander den Weg geht. Wie erlebt ihr denn heute eure Ehe, weißt? Es ist sicher mal ein Projekt, wo wir, also unsere Kinder sind wie so ein gemeinsames Projekt, wo wir sehr viel Zeit und Energie investieren. Aber so als für uns zusammen schauen wir schon, dass wir wirklich eben so Auszeiten haben. Wir machen das zwar immer ein bisschen zu wenig, nehmen es uns immer wieder vor, aber das tut uns mega gut. Mal zusammen essen, zusammen an ein Konzert ohne Kind. Wirklich so die Sachen, die wir uns kennengelernt haben, die wir gerne gemacht haben, auch jetzt miteinander wieder zu machen. Oder gehen spazieren miteinander, auch wenn es nur so ein blöder Spaziergang ist. Trotzdem bist du einfach beieinander, hast Zeit zum Reden. Viele auch Kontakt haben mit anderen Pärchen, mit anderen Leuten, die auch in dieser Phase sind. Mit Kind, das geniessen wir sehr, mit anderen auch über diese Sachen zu reden. Und ich erlebe die Ehe halt einfach wie so ein Sturm auf dem Meer, oder? Das ist manchmal bist du so ein bisschen weit unten, aber schwebst auf der Welle. Manchmal ist es ganz flach. Ja. Ja. Dann empfindet man alles als normal und nachher wir sind aktuell jetzt gerade wieder so ein bisschen auf der Suche nach einem Projekt, wo wir zusammen machen können. Ja, das zeichnet euch aus, oder? Wir haben es noch nicht gerade gefunden. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was wir machen. Also ein Projekt, eben Kinder, oder? Drei Kinder haben wir und etwas, was ich wirklich ein bisschen ausmacht, finde ich, ihr habt immer wieder etwas Neues, das ihr angeht. Ihr habt auch so einen Wohnwagen umgebaut, kann man das sagen? Genau, so eine mobile Bar aus einem Wohnwagen haben wir gebaut. Elvira hat gesagt, wie, ich habe es gemacht. Es war ein mega cooles Projekt gewesen. Dann sind wir zwei, drei Jahre, haben wir ein paar Anlässe gemacht als mobile Bar. Und ich habe auch das immer mega lässig gefunden. Und jetzt ist es wieder, jetzt ist das Projekt da, es ist alles fertig und jetzt ist es wieder nicht mehr spannend. Jetzt machen wir wieder etwas Neues. Jetzt suchen wir nach einem Neuen. Genau. Wir sind vor zwei Wochen haben wir uns ein Ehewochenende gemacht. Also wir sind einfach eine Nacht auswärts geblieben. Und ich bin eigentlich mit dem Ziel, ich habe es ihr auch gesagt, wenn wir heimgehen, haben wir ein neues Projekt, aber wir haben es nicht geschafft. Aber das ist euch wichtig, dass wir etwas haben, das euch so ein bisschen auch neben den Kindern zusammenschweisst. Ja, vor allem auch etwas, das man handwerklich machen kann. Also etwas, das wirklich entsteht. Der Roni tut auch gerne in seiner Werkstatt etwas bauen. Ich tun gerne sagen, wie. Genau, oder passt. Ideen. Genau, die Rollen sind verteilt. Und einfach so zusammen etwas erschaffen, wo wir Ehezeit, also in dieser Zeit geniessen wir es zusammen, dass wir zwei ein Projekt haben. Und jetzt zum Beispiel bei dieser Bar haben wir es auch mega genossen, an die Hochzeiten und Geburtstage einfach dort ausschenken und mit Leuten zusammen sein, die gut drauf sind. Und wir zwei fahren dort her und stemmen das. Das ist uns mega wichtig, irgendwie so ein Ziel zu haben. Hey, danke vielmals fürs Erzählen. Es ist schon vorbei. Hättet ihr nicht, denke ich, gell? Mega ermutigend, wenn man euch beide heute so sieht, wie ihr so beide an einem Strang zieht, weisst, und so voll für die Ehe geht. Das finde ich mega, wirklich, ihr seid da ein Vorbild. Und ich wünsche euch und euren drei Kindern alles Gute in eurer Familie. Cool, mega schön, dass ihr da genau. Gewesen. Danke. Merci. Und jetzt haben wir so viel über die Ehekurs geredet. Wir verlinken euch so einen Kurs. Der Kurs, den die Elvira und der Roni Schmucki leiten, ist für dieses Jahr vorbei. Aber der Ehekurs wird an ganz verschiedenen Orten immer wieder durchgeführt. Wir verlinken es euch in den Show Notes. Und ja, ich habe es versprochen, auch der Auftritt von Roni Schmucki als Schlagersänger mit seiner Band, den Auftritt, den wir heute auch drauf. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. In einer Woche gibt es das nächste Vis-à-vis mit Sarah-Maria Graber. Mein Name ist Ruth Stutz. Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
herzlich, echt und ungeniert.